Hallo, lieber Fisch, und willkommen zu deiner neuen Monatslegung für den Januar 2024. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Dankeschön fürs Zuschalten und ich hoffe natürlich auch so wie immer, dass es dir richtig gut geht. Lieber Fisch, ich wünsche dir erst einmal ein frohes und gesundes neues Jahr 2024. Ich hoffe, dass du wundervolle Feiertage hattest, diese genossen hast und dass du ebenfalls auch sehr, sehr gut in das neue Jahr hineingekommen bist. Solltest du jetzt bei mir hier ganz neu sein auf dem Kanal, dann begrüße ich auch dich ganz herzlich. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Lieber Fisch, so wie immer stelle ich dir erst einmal das Kartendeck vor, was du vor dir siehst. Ich verwende zu Beginn für dich das Mura-Tarot. Das schaut so aus. Und so wie immer verwende ich auch ebenfalls noch weitere Kartendecks, aber dazu dann später mehr. Jetzt würde ich sagen, schauen wir doch ganz einfach mal, was im Januar auf dich zukommt, womit du konfrontiert wirst und was ebenso auch die wichtigen Hinweise sind für dich jetzt im Januar. Denk bitte daran, lieber Fisch, das hier ist eine ganz, ganz allgemeine Legung. Nicht jeder von euch muss oder kann damit in Resonanz gehen, okay? So, Fische. Was bringt jetzt der Januar dem Kollektiv der Fische? Was bringt jetzt der laufende Januar dem Kollektiv der Fische? Fische Januar. Bitte weitere Einsichten für die Fische. Fische im Januar. Bitte weitere Botschaften. Fische. Jetzt im Januar. Weitere Energien. Für die Fische. Noch eine Karte bitte für das Kollektiv der Fische. Sehr schön. So, lieber Fisch, das Ganze lege ich dir erst einmal ordentlich in die Kamera. Und dann legen wir los mit deinem Reading für den Januar 2024. So, ein kleines bisschen so noch und dann bin ich fürs Erste zufrieden. Okay, lieber Fisch, ich beginne und zwar mit der Energie jetzt hier für dich unten drunter. Und da kann man sagen, das ist jetzt für dich im Januar die Hauptenergie. Darum geht es im Großen und Ganzen. Es kann aber auch bedeuten, dass es sich hierbei um verborgene Einflüsse handelt. Lieber Fisch, wir schauen uns die Energie mal an. Auf jeden Fall kann man da wirklich sagen, dass also diese Karte enthält auf jeden Fall für dich jetzt wirklich wichtige Hinweise im Monat Januar. Wir schauen, da haben wir jetzt hier für dich das Ass der Schwerter. Okay, bei dem Ass der Schwerter, lieber Fisch, kann es durchaus sein, dass du eine Art Aha-Erlebnis bekommen könntest, dass du neue Ideen hast, aber ebenfalls auch, dass du die Chance vielleicht hast, etwas zu klären, möglicherweise mit jemandem, ne? Das Ass der Schwerter steht also wirklich für Klärungen, für Klarheit, für Wahrheit, ehrliche Gespräche, Chancen, um hier etwas auszusprechen, um zu seiner Wahrheit zu stehen. Das ist das Ass der Schwerter, ne? Aber das Schwertass steht auch für Durchbrüche und dafür, dass man wirklich sehr, sehr gut Hindernisse auch überwinden kann. Das ist die Energie des Schwertasses sozusagen. Ja, lass mich überlegen. Ja, neue Ideen habe ich das Gefühl, lieber Fisch. Einige von euch, ihr könntet jetzt im Januar auch sehr, sehr wissbegierig sein. Also sprich, dass du jetzt wirklich Lust hast, etwas Neues zu lernen, dass du investierst in dein Hirn, also quasi in dein Geist, ne? Dass du vielleicht irgendetwas auswendig lernst, dass du ja, dass du beschäftigt bist, um ja etwas zu lernen. Vielleicht liest du auch vermehrt Bücher, die dich interessieren. Das ist durchaus auch möglich, gell? Was haben wir drunter? Der Turm. Oh, krass. Okay. So viel zum Thema Erkenntnisse. So viel zum Thema Aha-Erlebnisse, Erkenntnisse und was wollte ich noch sagen? Durchbrüche. Genau. Also man sieht hier auf jeden Fall schon krasse Energien von Durchbrüchen bei dir jetzt im Januar. Kann jetzt also wirklich bedeuten, dass jetzt hier etwas weggesprengt werden musste, damit du in einer Situation die Wahrheit erkennst. Damit du erkennst, okay, das ist das, was ich möchte. Nein, so und so fühle ich das. So und so möchte ich das. Ne? Was auch immer bei dir jetzt der Fall ist, es kann sich
auf die Liebe beziehen. Es kann um berufliche Angelegenheiten gehen oder freundschaftlich, ne? Das weißt du jetzt wirklich am besten. Aber hier sieht man, hier musste etwas gehen. Hier musste etwas möglicherweise auch verändert werden. Ja, es kann vielleicht auch bedeuten, wenn es noch nicht geschehen ist, dann auf jeden Fall im Januar, lieber Fisch, wenn du mit dieser Legung wirklich jetzt in Resonanz gehst. Weil hier sieht man schon, okay, hier ist es an der Zeit, etwas zu erkennen. Hier ist es an der Zeit, sich von etwas oder aber sich von jemandem zu befreien. Ja, ich glaube, es kann wirklich sein, dass du jetzt wirklich begreifst, aha, ich muss mich hier lösen, ich muss mich befreien. Hier passt etwas nicht. Weil das hier ist nämlich auch die Energie der Authentizität. Okay? So, Fisch, jetzt bin ich gespannt, was jetzt hier rausgefallen ist für dich. Ich beginne mit der ersten natürlich. Für dich im Januar, da haben wir den König der Stäbe. Zum einen kann es jetzt bedeuten, dass du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, ein eventuelles Feuerzeichen, also Widder, Löwe, Schütze, Sonne, Mond, Aszendent. Es kann also bedeuten, dass jetzt, wenn es wirklich ein Gegenüber ist, dass du begreifst, okay, ich muss mich hier lösen. Das Ganze, nein, da fühle ich mich nicht wirklich frei, da fühle ich mich nicht wie ich selbst. Ja, also hier und der Turm, der kommt ja auch nach dem Teufel. Also hier kann es wirklich bei dir um gewisse Abhängigkeiten gegangen sein oder ebenfalls auch um ja, Süchte, Abhängigkeiten, etwas, wo du nicht wirklich du sein konntest, wo du dich nicht entfalten konntest. Ja, dann sehe ich hier wirklich, okay, du beginnst dann zu begreifen, dass du dich davon oder vielleicht von diesem jemand hier lösen darfst. Ja, zu deinem Wohle. Wenn das hier kein Gegenüber ist, dann können das ebenfalls natürlich auch deine Qualitäten sein, lieber Fisch. Vielleicht bist du Aszendent Löwe, du hast Mond im Schützen, zum Beispiel, das kann es jetzt wirklich sein. Ja, dann sieht man hier auf jeden Fall, dass du in der Energie des Stabkönigs bist und das heißt, du bist auf jeden Fall in deinem Feuer, du bist voller Leidenschaft, du bist voller Enthusiasmus, voller Begeisterung und du übernimmst auch Verantwortung, ja, weil Könige. Königsenergie, die übernehmen auf jeden Fall Verantwortung und das ist sozusagen ebenfalls auch die höchste Hofkarte. Also kann man wirklich sagen, dass du jetzt hier auch mit etwas in Führung gehst. Ne? Hier kann man ebenfalls auch allgemein sehen bei dem Stabkönig, dass du ins Handeln kommst und ebenfalls auch in Bezug auf etwas aktiv wirst. Wir schauen mal weiter. Dann haben wir hier für dich Neunter Kelche. Schön. Neunter Kelche, das ist die Wunscherfüllung, das ist die Energie der Freude, der Sorglosigkeit, das ist die Energie der Liebe zum Leben sozusagen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht hast du hin und wieder im Januar Momente, wo du feststellst, okay, der zehnte Kelch fehlt. Ne? Also bei der Zehn, bei die Zehnter Kelche, lieber Fisch, das ist die absolute Erfüllung. Sowohl emotional als auch materiell. Ne? Bei den Neunter Kelchen kann es also hin und wieder sein, naja, ich will nicht sagen, dass du unzufrieden bist. Im Großen und Ganzen läuft es zwar ganz gut, du stellst aber fest, naja, der zehnte Kelch, der fehlt noch so ein bisschen. Ne? Wie zum Beispiel die Kirsche auf der Torte, kann man sagen. Ne? Aber trotzdem kann man hier sagen, ja, es kann also wirklich sein, lieber Fisch, dass du jetzt hier wirklich ins Handeln kommst, wenn es wirklich darum geht, deine Wünsche zu erfüllen. Ne? Was haben wir hier? Noch ein König. Okay. Das ist der König der Münzen. Bei dem König der Münzen kann es jetzt hier wirklich um unterschiedliche Menschen gehen. Unterschiedliche Menschen. Des Weiteren, zum anderen habe ich das Gefühl, wenn das deine Energie ist, lieber Fisch, dass du jetzt hier wirklich auch Verantwortung übernimmst für deine Finanzen, aber auch für das Berufliche. Und dass du jetzt auch sagst, okay, ich möchte glücklich sein in dem, was ich tue. Das zum einen spüre ich, aber des Weiteren kann es natürlich auch bedeuten, lieber Fisch, dass du es hier mit zwei Menschen hier zu tun hast. Hier ein eventuelles Erdzeichen, also Stier, Steinbock, Jungfrau, Sonne, Mond, Aszendent. Ne? Das kann es bedeuten. Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie sich es entwickelt. Aber die doppelte Königsenergie sagt mir schon, dass du jetzt vermehrt im Januar in der männlichen Energie bist. Ne? Und die Könige im Tarot stehen für Motivation, für Verantwortung, Führung, Inspiration sozusagen. Ne? Also man sieht hier wirklich, du bist hier in der Königsenergie, du gehst in Führung, du übernimmst Verantwortung. Das, was du möchtest, das wird auch durchgezogen. Ne? Das ist ebenfalls auch eine sehr, sehr aktive Energie, wo es auch darum geht, etwas aufzubauen. Okay, wir schauen mal weiter. Was haben wir hier? Der Wagen. Okay, interessant. Vielleicht möchtest du umziehen, vielleicht möchtest du verreisen im Januar. Der Wagen steht unter anderem dafür. Aber der Wagen steht auch für Selbstdisziplin, für eine wichtige Errungenschaft. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr wünscht euch entweder in der Familie oder im Job in gewisser Weise mehr Wertschätzung. Ne? Also das ist das, was ich hier auf jeden Fall sehen kann.
Weil der Wagen ist ja auch so die Energie von, ja, man steht hier so im Rampenlicht, man wird hier gesehen, man wird gefeiert auch irgendwo, ne? Aber der Wagen ist auch in gewisser Weise die Energie von einem Startschuss, ne? Etwas darf jetzt hier begonnen werden. Es geht darum, wirklich loszulegen. Aber da ist es ganz wichtig zu entscheiden, in welche Richtung es jetzt wirklich für dich gehen soll. Und jetzt auch hier in der Spiegelung zu den neun der Kelchen kann es also sein, dass du jetzt wirklich sagst, okay, ich mache meine Wünsche wahr. Ich werde jetzt aktiv. Wenn es in Bezug darauf geht, ja, in Bezug auf das, was ich wirklich möchte, oder du jetzt in dem Fall. Na, was haben wir hier? Sieben der Stäbe. Bei den Sieben der Stäben, lieber Fisch, geht es auf jeden Fall darum, für dich selber einzustehen, Grenzen zu setzen und zu dem zu stehen, was du wirklich auch für richtig hältst. Also kann es jetzt gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, dass du hier jemanden bestimmten eventuell deine Grenzen aufzeigen darfst. Vielleicht an der männlichen Person, weil wir haben hier starke Königsenergien. Wenn ich Sternzeichen sagen müsste, Löwe, Widder, Schütze. Ansonsten hätten wir hier Stier, Steinbock, Jungfrau und mit dem Wagen hätten wir Krebsenergie, Sonne, Mond, Aszendent. Das hier, die Neun der Kelche, das ist Fischerenergie. Deine Energie kann man sagen. Aber hier in gewisser Weise geht es schon darum, Grenzen zu setzen. Es kann auch bedeuten, dass du jetzt hier wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, einem gegenüber eine Grenze aufsetzen oder Grenzen zeigen, aufsetzen sollst. Na? Dass du jemand gegenüber Grenzen setzen sollst, genau so ist es jetzt richtig. Und jetzt hier auch mit dem Ass der Schwerter kann es hier also auch damit gemeint sein, dass du das vielleicht gegeben, dass du etwas aussprechen darfst. Ja? Lass mal überlegen, ich hatte jetzt gerade etwas im Gefühl. Was war denn das jetzt bitte? Was hatte ich da jetzt gerade von einem Impuls? Lass mich mal bitte ganz kurz überlegen, lieber Fisch. Ja, es geht ja auf jeden Fall darum, die Wahrheit zu sprechen und ebenfalls auch die Wahrheit zu erkennen und ebenfalls zu dem zu stehen, was du auch für richtig hältst. Ne? Also die Energien kommen jetzt hier ebenfalls sehr stark durch. Genau, das war das. Gut, jetzt würde ich sagen, das Ass der Schwerter kommt jetzt hier hin. Demnach, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, lieber Fisch, wenn ich mir diese Karten so ansehe, ich habe schon das Gefühl, dass auf einige von euch im Januar gewisse Erfolgserlebnisse zu sehen sind. Na, das ist das, was ich auf jeden Fall sehen kann. Ich habe das Gefühl, einige von euch, ihr dürft ebenfalls auch mit den Sieben der Stäben lernen, Nein zu sagen. Einige von euch, ich habe das Gefühl, wenn du irgendwie in irgendeiner Art und Weise gesehen wirst, wenn du in irgendeiner Sache wirklich erfolgreich bist, kann es durchaus sein, dass man hier mit, dass du jetzt hier mit Gegenwind in gewisser Weise rechnen darfst. Und jetzt hier wird gesagt, setze hier Grenzen, sage Nein, schütze dich und deine Energie. Okay? Das nächste Kartendeck, was ich jetzt verwende, ist das Stargazing Oracle. Dazu gibt es jetzt keine Verpackung. Das gab es in so einem Säckchen mit. Das gibt es, falls dich interessiert, auf Etsy.com. Okay? Was ich auch spüre bei einigen von euch, ist es, dass ihr nun bereit seid, über Grenzen auch hinaus zu gehen. Natürlich ohne andere zu verletzen. Ne? Das ist damit gemeint. Okay, ich hätte jetzt ganz gerne bitte weitere Einsichten jetzt für die Fische. Jetzt im Monat. Januar. Weitere Einsichten bitte für das Kollektiv der Fische. Jetzt im laufenden Januar. Fischer. Okay, Nummer 1. Fischer, Januar. Bitte weitere Einsichten. Fischer, Januar. Okay, wow, interessant. Mit der fange ich auch gleich an, weil ich die schon gesehen habe. Hier ist es auch. So. Weitere Energien bitte, weitere Botschaften, beziehungsweise noch eine Karte für die Fische jetzt im Januar. Es wurden noch zwei. Okay, gut, dann machen wir das so. So, lieber Fisch, das Ganze lege ich dir erstmal wieder ordentlich hin. So, und dann bin ich zufrieden. Hey. Okay, so, du kommst dahin und ja, das passt so. Ich fange an mit dieser Energie
Und da haben wir jetzt hier für dich die Energie des Sextils. Sextil steht auf jeden Fall dafür, dass sich neue Türen für dich öffnen. Vielleicht ist es so, dass du etwas Neues beginnst. Denn in gewisser Weise steht die Karte auch für einen Neubeginn. Türen öffnen sich, es kommt hier eine Gelegenheit auf dich zu. Passt also hier auch ganz gut zu dem Ass der Schwerter. Die Chance, hier etwas zu erkennen. Die Chance, seine Wahrheit zu leben, authentisch zu sein. Ja, seine Ideen gegebenenfalls auch umzusetzen. Ja, also ich sehe dich jetzt hier bis jetzt auf jeden Fall schon sehr, sehr tatkräftig. Ne? Wir müssen auf jeden Fall mal schauen, wie sich das Ganze jetzt hier für dich entwickelt. Des Weiteren kann es auch bedeuten, dass du jetzt hier Hilfe und Unterstützung bekommst. Ne? Weil das hier ist auch eine Energie, die ist durchaus sehr, sehr unterstützend. Und auch eine Energie, wo es wieder leicht fließt, sehr, sehr hilfreiche Energien. Also kann es auch bedeuten, dass du in deiner Angelegenheit von jemandem wirklich Hilfe bekommst. Ne? Das ist durchaus möglich von Chef, Chefin, Mutter, Vater. Das kann jetzt hier der Fall sein. Na, durch die Königsenergien habe ich das Gefühl, das scheint jemand zu sein, der sich in deinem Bereich auf jeden Fall auskennt. Oder jemand, der ist eventuell auch älter als du. Na, das kann jetzt hier durchaus auch der Fall sein. Ich habe trotzdem den Eindruck, lieber Fisch, dass einige von euch, ich komme jetzt nochmal darauf zurück, etwas weiterentwickeln wollen. Zum Beispiel deine Skills, deine Fähigkeiten oder wirklich, dass du etwas beginnst zu lernen, dass du dich auf etwas hineinstürzt. Ne? Also so nehme ich das hier ebenfalls wahr. Lass mal sehen, was hast denn du jetzt drunter, lieber Fisch, für Energien? Da haben wir jetzt hier den ersten Viertelmond oder auch der Halbmond genannt. Ja, das ist ebenfalls auch eine Energie, die steht für Herausforderungen. Ja, das ist eine Energie, sie steht dafür, sich durch alte Muster und Blockaden durchzubrechen. Guck mal, was du hier hast. Na? Das passt also auch ganz gut. Ich habe das Gefühl, lieber Fisch, dass du dich hier wirklich oder dass es für dich darum geht, jetzt im Januar, dich von allem, ja, dich das zu überwinden. Das zu überwinden, was dich blockiert. Dich zu befreien von alten Verhaltensweisen, Denkweisen, allgemein von dem, was dich hier zurückhält und was dich blockiert. Ja, natürlich kann es auch bedeuten, dass du jetzt vermehrt arbeitest, dass du sehr, sehr viel tust. Ne? Weil das ist auch eine Energie, wo man sich an die Arbeit machen muss. Wo man sich durch beißen muss gegebenenfalls auch. Ne? Es ist schon eine herausfordernde Energie. Es ist eine sehr willensstarke Energie. Aber das ist das, was ich ja hier bei dir ebenfalls auch sehe. Ne? Was haben wir hier für dich? Gemini, das ist Zwillinge. Vielleicht hast du es mit einem Zwilling zu tun, Sonne, Mond, Aszendent. Vielleicht bekommst du Hilfe und Unterstützung von einem Zwilling. Das kann es gegebenenfalls auch bedeuten. Ich hatte das Gefühl, du hast ebenfalls oder einige von euch, ihr habt jetzt im Januar auch die Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen, möglicherweise über Social Media. Vielleicht kann dir diesbezüglich auch jemand helfen, Unterstützung bieten, das ist durchaus auch möglich. Ne? Zwillinge-Energie ist also auch die Energie von Kommunikation, Netzwerke, Networking, so etwas, aber ebenfalls auch die Energie des Lernens. Ja, auch das ist durchaus möglich. Gut, was haben wir hier? Semi-Sextil, das ist eine Energie für Potenzial und auch für Wachstum und wo es auch darum geht, zu erlauben. Also kann es gegebenenfalls wirklich bedeuten, lieber Fisch, dass du es hier wirklich auch anderen erlaubst, dir zu helfen, um hier in einer Angelegenheit gegebenenfalls wirklich weiterzukommen. Es kann sein, dass es dir vielleicht vorher schwer gefallen ist, um Hilfe zu bitten. Dann habe ich das Gefühl, dass du bereit bist, wieder um Hilfe zu bitten. Ja? Aber hier sieht man auf jeden Fall, da ist auf jeden Fall Potenzial dafür Wachstum. Okay, was haben wir hier für dich? Südknoten. Okay, interessant. Südknoten, lieber Fisch, steht auf jeden Fall in gewisser Weise für karmische Angelegenheiten und auch dafür, dass Türen sich schließen und neue Türen aufgehen. Ja? Dieser Karte in einem anderen Kartendeck ist einer Tarotkarte zugeordnet und diese Tarotkarte wären die 10 der Schwerter. Und die 10 der Schwerter ist das radikale Ende. Ja? Ein Schlussstrich. Und hier habe ich das Gefühl, auch hier gibt es etwas, was losgelassen werden muss aus deiner Vergangenheit. Ja? Südknoten steht in gewisser Weise also auch für karmische Schulden. Ne? Kann es auch bedeuten, dass du jetzt hier oder einige von euch, dass ihr in einer Art karmischen Angelegenheit seid? Mit einem eventuellen Zwilling, Sonne, Mond, Aszendent. Auch die vedische Astrologie. Ne? Aber hier gibt es etwas, was fertig gebracht werden darf, was zu Ende gebracht werden darf. Und es gibt eventuell bei einigen von euch noch Lektionen, die bisher noch nicht gelernt wurden. Aber ab Januar habe ich das Gefühl,
Bist du bereit, aus etwas zu lernen, damit sich etwas nicht länger wiederholt? Das ist das, was ich hier ebenfalls auch wahrnehme. Okay, was haben wir hier für dich? Die Sonne. Sonne steht auf jeden Fall auch wieder für Führung. Sie steht für Fröhlichkeit, für Erfolg und für Glück. Aber sie steht auch für das Ego. Es kann bedeuten, dass du es mit einem Sonnenzeichen Zwillinge zu tun hast. Sowohl vedische Astrologie als auch vielleicht tropische Astrologie. Tropische Astrologie wäre vielleicht Krebs. Also Sonnenzeichen Krebs oder Zwillinge. Mit so jemandem könntest du es hier eventuell zu tun haben. Eventuell gibt es da auch gewisse karmische Lernaufgaben mit diesen Menschen. Und dieser Mensch, da gibt es gewisse, ich habe schon das Gefühl, dass es da gewisse Probleme geben könnte. Ja, das muss ich dir wirklich so sagen, wie es ist. Da gibt es aber ebenfalls auch einiges zu lernen. Das ist eine karmische Situation auf jeden Fall, ne? Aber hier, die Sonne ist auch ebenfalls auch wieder der Ausdruck. Der Selbstausdruck, dich so zu zeigen, wie du wirklich bist. Und ich habe das Gefühl, das kommt auch auf einige von euch jetzt im Januar zu. Na? Vielleicht ist es so, dass du diesbezüglich Unterstützung bekommst. Es kann sein, dass du auch selber gewisse Zwillingeanteile hast. Zum Beispiel hast du Mond in Zwilling oder du bist Aszendent der Zwillinge. Vielleicht gehört es zu deiner Natur, sehr, sehr neugierig zu sein, wissbegierig, sehr kommunikativ, redegewandt, manchmal auch etwas unruhig. Ja, dann habe ich das Gefühl, dass diese Eigenschaften des Zwillings immer mehr zum Vorschein kommen bei dir. Ne? Das ist das Gefühl, was ich auch habe bei dir. Okay, das nächste Kartendeck, lieber Fisch, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Psychic Tarot von John Holland. Einige von euch, ihr könntet ebenfalls auch sehr, sehr, ihr könntet wirklich sehr, sehr redegewandt sein. Das ist das, was ich hier wirklich sehe. Ihr seid sehr, sehr gut darin im Beraten, im Schreiben, Kommunikation, Public Speaking vielleicht auch. Das ist das, was ich hier auch wahrnehme. Okay, ich hätte jetzt ganz gerne bitte weitere Hinweise, weitere Botschaften bitte für die Fische. Jetzt im Januar. Weitere Botschaften bitte für das Kollektiv der Fischer. Jetzt im Januar. Fischer, Sonne, Mond, Aszendent, Venus. Eine Karte bitte noch für die Fische. Noch eine Karte hätte ich ganz gerne. Für die Fische im Januar. Was bringt der Januar noch den Fischen? Ich habe das Gefühl, dass einige von euch, dass ihr euch über eure Kraft, über eure wahres Selbst nun immer mehr bewusst werdet. Ihr werdet immer mehr darüber bewusst, wer ihr wirklich seid, was in euch steckt. Das ist das, was ich wahrnehme. Jetzt im Januar. Okay, Januar, bitte weitere Einsichten für die Fischer. Das Ganze bitte etwas genauer. Eine noch. Okay, sehr schön. Okay, drunter haben wir für. Na, warte mal, nee. Okay, da will noch eine, spüre ich gerade. Okay, dann machen wir das so. Kein Problem. Januar Fischer, was kommt denn da jetzt noch? Januar Fischer. Drunter, die Karte hat auch etwas zu sagen oder soll etwas sagen. Okay, bitte weitere Botschaften, bitte. Für die Fischer. Jetzt im Januar. Pisces. Okay, alles klar. Also, damit fange ich jetzt mal an. Du hast jetzt zu Beginn die Karte materieller und spiritueller Wohlstand. Im normalen Tarot, lieber Fisch, ist das oder sind das die sechs der Münzen?
Und es kann ja also wirklich sein, dass es eine Zeit des spirituellen und des materiellen Wohlstandes auf dich zukommt, wo du wirklich sagst, yo, ich habe alles erreicht, ich lebe in der Fülle, mir geht es gut und so weiter, ne? Aber die 6 der Münzen ist auch die Energie von Unterstützung. Also kann es bedeuten, dass du in einer Angelegenheit hier wirklich auch Unterstützung bekommst. Und das ist ja auch die Energie von Sextil, ne? In irgendeiner Angelegenheit, wenn es darum geht, etwas loszulassen oder sich von etwas oder jemanden zu befreien, etwas gegebenenfalls auch in die Heilung zu bringen mit der Mäßigkeit, kann es ja durchaus wirklich sein, dass du dir Unterstützung suchst oder dass du generell auch unterstützt wirst. Wenn du unterstützt werden möchtest, wenn du Hilfe möchtest, lieber Fisch, darfst du um Hilfe bitten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe den Eindruck, dass es einigen von euch schwer fällt, um Hilfe zu bitten. Ja? Etwas Ähnliches habe ich bei den Schützen auch wahrgenommen. Ich glaube, vielleicht bist du irgendwas mit Schütze. Vielleicht, muss aber nicht sein. Ne? Aber hier sieht man schon, das ist eine ganz gute Energie. Okay, was haben wir drunter? Sakralchakra. Sakralchakra steht für deinen Ausdruck, für deine Emotionen, aber auch das Thema Kreativität und Annahme. Also ich habe das Gefühl, das Thema Annehmen ist bei dir jetzt ein wichtiges Thema. Fülle annehmen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, lieber Fisch. Das ist das Gefühl, was ich habe. Das spielt bei dir wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle jetzt im Januar. Ja? Sakralchakra ist das Zentrum der Kreativität, deiner Emotionen. Ich meine, ja, das Herzchakra auch. Aber das wird auch liebevoll als Wasserchakra bezeichnet. Also geht es auch um deine Emotionen. Ne? Aber ebenfalls um Themen wie zum Beispiel Scham und Schuld. Wofür schämst du dich? Wo bist du schuldig? Wo hast du schlechtes Gewissen, um anzunehmen? Um wirklich zu sagen, mir geht es gut, ich lebe in Fülle, ich erlaube, dass Fülle in mein Leben kommt. Ja? Natürlich kann das Sakral oder steht das Sakralchakra auch für Intimität und auch für Sexualität. Ne? Das kann jetzt hier ebenfalls auch hier ein Thema sein. Aber dazu spüre ich jetzt erstmal keine weiteren Botschaften. Vielleicht fällt es einigen von euch ein bisschen schwer, Intimität oder generell auch echte Nähe zuzulassen, aufgrund von vergangenen Verletzungen. Ja, das ist hier durchaus auch möglich. Gut. Was haben wir hier für dich? Das ist die Karte. Meine Güte, was ist denn bei euch los? Okay, das ist jetzt hier die materielle Ernte. Im normalen Tarot sind das die 9 der Münzen. Also ich habe das Gefühl, hier wird etwas geerntet, was gesät wurde. Harte Arbeit zahlt sich aus. Es kann bedeuten, dass du jetzt im Januar, dass eine höhere Summe Geld auf dich zukommt, dass du mehr verdienst, aber generell, dass sich dein Selbstwert ebenfalls auch erhöht. Dass dein Selbstwert sich steigert, sozusagen. Na, das nehme ich ja wahr. Also ich sehe wirklich sehr, sehr erfolgreiche Energien bei dir jetzt im Januar, lieber Fisch. Na, das sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Na, ich sehe hier wirklich Erfolg. Einige von euch, ihr steht in irgendeiner Art und Weise im Rampenlicht, werdet gesehen, bekommt sehr viel Lob und Anerkennung. Na, das sehe ich ebenfalls auch. Bitte wundere dich nicht, wenn es Menschen gibt, die dich diesbezüglich eventuell etwas anfeinden könnten. Na? Sowas gibt es. Okay, lass mal weitersehen. Dann haben wir hier für dich. Das gibt es ja wohl nicht. Das ist eine wiederholende Energie. Erfüllung der Wünsche. Im normalen Tarot sind das die 9 der Kelche und die hast du hier. Also hier, wenn du etwas dir gewünscht hast bezüglich Geld, bezüglich Erfolg, dann geht dieser Wunsch in Erfüllung. Lieber Fisch, ganz eindeutig im Januar oder zumindest ab Januar. Ja? Und das kann lediglich auch bedeuten, dass du jetzt sagst, okay, ich gestatte, dass ich das jetzt alles auch annehmen darf, das leben darf. Ich lasse meine Wünsche in Erfüllung gehen. Das ist durchaus auch möglich, dass du jetzt auch beginnst, das zu tun. Das kann auch sein. Wie gesagt, allgemeines Orakel, okay? Was haben wir hier? Solitude, eine weitere 9, 9, 9 und 9. Und die Zahl 9, lieber Fisch, ist die höchste einstellige Zahl. Also geht es hier auch um Vollendung. Etwas geht zu Ende, Türen schließen sich und neue Türen öffnen sich. Ja, das ist ebenfalls auch die Energie des Rückzuges. Kann gegebenenfalls auch wirklich bedeuten, dass du beginnst, etwas zu lernen, eine Ausbildung zu machen, die du wahrscheinlich schon lange mal machen wolltest. Es kann sein, dass du dabei, um dir diese Ausbildung oder diesen Kurs, Seminar leisten zu können, dass du dabei finanziell unterstützt wirst. Das ist durchaus auch möglich. Und da würde auf jeden Fall natürlich ein Wunsch für dich in Erfüllung gehen, lieber Fisch. Das ist auf jeden Fall das, was man hier sehen kann. Vielleicht möchtest du ebenfalls auch lernen, wie man ein erfolgreiches Business aufbaut, wie man in ein Fülle-Mindset hineinkommt. Das ist auch möglich. Was haben wir hier?
Das Herzchakra, ach natürlich. Okay, bei dem Herzchakra geht es auf jeden Fall natürlich um deine Gefühle. Es geht um die Liebe, Selbstliebe ebenfalls, aber auch Selbstwert sehe ich bei vielen von euch hier sehr, sehr stark. Das wird hier auf jeden Fall kommen. Vielleicht hast du jetzt im Januar immer mal wieder das Bedürfnis, dich zurückziehen zu müssen, weil du feststellst, okay, ich werde hier mit Emotionen konfrontiert. Und diese Emotionen dürfen aufgelöst und ebenfalls auch geheilt werden. Das ist hier durchaus auch möglich. Aber hier sieht man, ein Herzenswunsch beginnt sich hier für dich zu erfüllen. Vielleicht ist es wirklich so, dass du etwas Neues lernst, dass du diesbezüglich finanziell unterstützt wirst. Na? Rechne auf jeden Fall entweder wirklich mit finanzieller Unterstützung oder aber wirklich damit, dass du ab Januar einfach mehr verdienst. Okay? Wow, sehr, sehr interessant bei dir. Okay, Fische, das vorletzte Kartendeck, was ich jetzt für dich verwende, das ist das Moonology-Orakel von Jasmine Boland. Schauen wir doch mal. Also du hast wirklich, lieber Fisch, du hast sehr, sehr gute Energien. Das muss ich dir wirklich mal sagen. Wachstum, ich nehme Wachstum bei dir wahr. Wachstum an Finanzen, Wachstum an Selbstwert, Wachstum an Selbstliebe oder generell auch Liebe an Erfolg, ja? Das nehme ich bei dir auch wahr. Wow. Weitere Energien jetzt bitte für die Fische. Jetzt im Januar, bitte weitere Botschaften. Jetzt für die Fische. Im Januar. Oh nein. Weißt du, was mir jetzt gerade passiert ist? Die eine Karte ist jetzt unter den Schrank gefallen. Ach, na toll. Okay, ich hätte ganz gerne bitte weitere Einsichten jetzt für die Fische. Jetzt im Monat Januar. Bitte weitere Einsichten. Naja, vielleicht war es nicht wichtig, wenn sie jetzt unter den Schrank gefallen ist. Dazu müsste ich jetzt wirklich den ganzen Schrank verschieben, um da dran zu kommen. Ach du meine Güte. Okay. Weitere Einsichten bitte. Für die Fische jetzt im Januar. Okay. Januar, Fische, Pisces, bitte noch eine Karte bitte für die Fische. Alles klar, sehr, sehr schön. So, was mache ich jetzt mit der Karte? Ich glaube, ich lasse jetzt drunter. Ich glaube, das hat auf jeden Fall was zu sagen, wenn die jetzt hier unter den Schrank gefallen ist, okay? Gut, also wir haben als erstes für dich Vollmond in den Fischen. Auch hier sehen wir einen weiteren Vollmond und hier übrigens auch. Also hier bei dieser Karte geht es wirklich darum, Spiritualität und das praktische Leben sozusagen in den Ausgleich zu bringen. Also kann es durchaus sein, dass du jetzt wieder in dein Leben mehr Spiritualität integrierst sozusagen, ne? Aber ebenfalls, wenn du dich in der letzten Zeit sehr, sehr spirituell verhalten hast, sage ich ganz einfach mal, ist es auch wieder notwendig, dann wieder sich dem Praktischen zuzuwenden, ne? Und das ist das, was damit gemeint ist. Aber auch hier wieder Vollmond, etwas geht zu Ende, ein Kreislauf schließt sich, ne? Und das ist bei dir hier ebenfalls auch zu sehen. Okay, was haben wir jetzt hier für dich? Das ist Vollmond im Krebs. Ein persönliches Problem erreicht hier eine Lösung oder wird hier gelöst. Mit persönlichen Problemen kann damit gemeint sein, dass es dabei um die Psyche gehen kann, bei einigen von euch, um das Seelische sozusagen. Und hier kann es etwas vielleicht auch im Privatleben geben, was jetzt hier der Heilung bedarf. Etwas, was hier geheilt werden möchte, etwas, was aufgelöst werden möchte. Irgendwelche karmischen Schulden sozusagen. Und wenn du vielleicht auch finanzielle Schulden hast, habe ich das Gefühl, falls es so sein sollte, bekommst du hier auch Unterstützung. Ja, das ist das, was man hier ganz eindeutig sehen kann. Vielleicht ist es aber auch so, dass einige von euch höhere Schulden haben finanziell. Das kann vielleicht auch sein, ne?
Aber hier sieht man, hier darf etwas gelöst werden. Ein persönliches Problem, etwas im Privatleben, etwas, was dich nachts nicht hat schlafen lassen, etwas, was dich beeinträchtigt hat, ne, was dein Herz in gewisser Weise schwer gemacht hat. Auch das ist möglich. Und da kann dir auf jeden Fall zum einen Balance helfen im Leben, aber auch Spiritualität. Drunter haben wir für dich, das ist der Dreiviertelmond oder auch der Halbmond. Und hier sind Anpassungen erforderlich. In deiner Situation sind Veränderungen, Flexibilität und Anpassung erforderlich. Das heißt, hier ist etwas in noch so ein bisschen beweglich. Und diese Karte steht ebenfalls dafür, dass man hier etwas verändern darf. Etwas darf jetzt hier verändert werden. Ja? Vielleicht hast du auch das Gefühl, in deiner Situation fühlst du dich wirklich total verloren. Ja? Was auch immer du gerade durchmachst. Einige von euch, ihr könntet das Gefühl haben, okay, ich fühle mich total verloren. Hier ist es, hier ist wirklich gesagt. Schwimm mit dem Strom. Gehe mit dem Zyklus des Lebens. Veränderungen sind erforderlich und ebenfalls auch Flexibilität. Okay? Was haben wir hier für dich? Das ist die Energie. Ach, guck mal. Das ist der Neumond. Ein Neustart kommt. Also hier sehen wir auf jeden Fall etwas Neues. Etwas Neues kommt auf dich zu. Das ist quasi schon in Sichtweite. Wenn noch nicht im Januar, dann kannst du auf jeden Fall damit rechnen, sehr, sehr bald. Weil wenn diese Karte auftaucht, ist es nicht mehr so lange hin. Ja? Hier darf natürlich erstmal etwas losgelassen werden. Das sieht man bei dir durch die ganzen Neuner-Energien, durch die ganzen Vollmonde. Aber ebenfalls sieht man hier auch wieder einen Neubeginn bei dir in deiner Situation. So, das letzte Kartendeck, was ich jetzt verwende für dich, das ist das Einhorn-Orakel von Doreen Virtue. Okay, jetzt hätte ich ganz gern ein paar letzte Botschaften für die Fische, jetzt im kommenden oder im laufenden Januar. Was sind die Botschaften für die Fische jetzt im Januar? Nummer 1, oh, interessant. Weitere Botschaften bitte für die Fische. Okay, da haben wir sie. So, mit der muss ich anfangen. Da haben wir zuerst für dich die Karte Liebe heilt Angst. Die Kraft der Liebe kann aggressiven Leuten helfen, weniger Angst zu haben. Ja, zum einen kann es wirklich bedeuten, dass du in gewisser Weise schon heilerische Fähigkeiten hast. Du hast wahrscheinlich die Fähigkeit, wirklich Leuten die Angst zu nehmen oder andere vielleicht zu beruhigen, so etwas in der Richtung. Aber hier ist ebenfalls auch damit gemeint, solltest du in irgendeiner Art und Weise wirklich Ängste haben, Liebe heilt wirklich die Angst. Dann frage dich, was würde wirklich die Liebe tun? Ja? Frage dich nicht, was würde die Angst tun? Frage dich, was würde die Liebe jetzt tun? Okay? Dann haben wir drunter für dich die Energie echte Freunde. Echte Freunde halten immer zusammen. Es kann jetzt auch bedeuten, dass du jetzt auch damit beginnst, dein Umfeld auszusortieren. Das kann es bedeuten. Es kann bedeuten, dass du neue Menschen kennenlernst ab Januar. So, Networking, das ist das, was ich dir vorhin gesagt habe. Das ist ja spannend, neue Menschen kennenlernen. Aber hier wird auch gesagt, echte Freunde halten natürlich auch immer zusammen. Na? Es kommt auch immer darauf an, wie. Ich kenne diese Situation nicht, lieber Fisch. Ne? Also achte hier wirklich auf Menschen, die dir wirklich auch gut tun. Okay? So, dann haben wir hier die Karte, höre auf deine Gefühle, Krebsenergie und dein Herzchakra. Ne, also da ist auf jeden Fall etwas im Emotionalen, was ich da erreichen möchte, was eventuell geheilt werden darf. Aber hier wird gesagt, lass dich nicht von anderen überreden, etwas Falsches zu tun. Ja? Echte Freunde, lieber Fisch, halten zu dir, egal was für Entscheidungen du triffst. Ja? Sie nehmen dich so, wie du wirklich bist. Okay? Höre hier auf deine Gefühle. Höre auf das, was sich für dich richtig anfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Und höre nicht zu sehr auf andere.
Das wollte ich jetzt gerade noch was sagen, aber ich glaube, ich verkneife mir das mal lieber. War jetzt nichts Schlimmes, um Gottes Willen. Ne, aber ja, ich sag mal so, es gibt ja immer Menschen, die können Ratschläge geben. Ne? Und meistens kommt das dann von den Leuten, die selber nichts hinkriegen. Ne? Das ist dann immer ganz, ganz witzig, wenn das gerade von solchen Leuten kommt. So, was haben wir hier? Sehr bald. Das, wonach du fragst, wird sich sehr bald auf erfreuliche Weise ergeben. Deine Wünsche, lieber Fisch, werden sich ja bald verwirklichen. Oder das, was dir jetzt hier so im Kopf rumspukt, die Frage. Sehr bald, ja? Sehr bald wird ja etwas sehr, sehr Gutes geschehen. Sehr bald hast du es geschafft. Sehr bald gehen deine Wünsche in Erfüllung. Das ist das, was man hier sehen kann. Sehr bald kommt ein Neubeginn. Was haben wir hier? Einfachheit. Beschäftige dich mit dem Nötigen und lass alles Überflüssige los. Hier wird gesagt, mach es dir einfacher. Fokussiere dich auf deine höchsten Prioritäten. Was hat oder was ist deshalb wichtig für dich? Was hat für dich oberste Priorität? Ja, höre auf deine Gefühle. Habe keine Angst, zu deinem Wohle auch mal andere Menschen zu enttäuschen, sozusagen. Ja? Okay. Lieber Fisch, ich bedanke mich bei dir ganz, ganz sehr fürs Zusehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, ich freue mich oder ich würde mich auf jeden Fall über ein Like und auch über ein Abo freuen. Ich wünsche dir einen wundervollen Januar und sage bis zum nächsten Mal. Lass es dir gut gehen. Bis bald. Tschüss.